Hallo Freunde der Modellbahn. In diesem Video möchte ich euch mal ein bisschen die Planung meiner zukünftigen Anlage, Modulanlage präsentieren. Wobei ich sagen muss, Modulanlage, ein Modul soll 1 Meter mal 1,50 Meter groß werden. Das ist doch nicht die übliche Modulanlage. Aber ich möchte es irgendwie transportabel halten und deswegen entsprechend in dieser Größe. Hier sieht man so meine erste Zeichnung. Als Vorbild habe ich mir das Elbtal ausgesucht, speziell die Strecke zwischen Bahnhof Rathen und Königstein und möchte dort darstellen die Bastaibrücke, dann Schloss Burg Königstein natürlich und einfach ja, die Natur drumherum und ein bisschen die Elbe. Problem ist allerdings, die ganzen Naturdenkmäler sozusagen sind auf der anderen Seite der Elbe, wenn man von der Bahnstrecke aus sieht, was ich natürlich, da die Elbe mir super viel Platz rauben würde, alles auf eine Seite hole. Sprich, fangen wir einfach mal hier an. Hier unten werde ich ein Stück der Elbe quasi darstellen und dann das Ufer. Dann hier der Bahnhof Rathen. Beziehungsweise er läuft nur so halb auf die Platte rein. Ich werde ihn nicht komplett darstellen, einfach weil das zu viel Platz rauben würde. Dann wird es hinten sehr steil nach oben gehen mit einem Wald und dann übergehen direkt in eine Steilklippe. Und das hier soll die Bastaibrücke darstellen. Wird in echt natürlich viel näher am Vorbild sein. Und ja, also hier oben. Ich würde sagen, das wird so 60 Zentimeter hoch über den Bahngleisen sein, also schon sehr steil. Da werde ich entsprechend alles mit Styrodur modellieren, anmalen und dann begrünen. Hier wird es sehr abfallen. Das ist ein Tal vorgesehen, wo hier ein kleiner Bach auf die Elbe zufließt. Dann hier unten ein kleines, ja, kann man dazu sagen, Viadukt. Auf jeden Fall die Strecke an sich ein bisschen erhöht, dass der Bach darunter durchfließen kann. Ebenso geht hier eine Straße drunter durch. Im Vorbild ist das auch, allerdings sehr viel weiter oben an der Strecke Richtung tschechische Grenze. Ja, aber es sieht sehr schön aus und deswegen habe ich mir das als Vorbild genommen. Hier quasi Wald, dort Wald, hinten der Weg führt neben dem Fluss in den Wald hinein und unten kreuzt entsprechend die Bahnstrecke. Genau, das ist so das erste Modul, was ich plane. Um das Ganze ein bisschen mehr fahrtauglich zu machen, habe ich mir gedacht, anstatt diese beiden parallelen Gleise, werde ich hinten unterirdisch und entsprechend kann man von hinten auch daran greifen, zwei Parallelgleise wieder zurückführen. Sprich, ich kann mir irgendwann einfach hier ein Modul, wo der Zug entsprechend wenden kann, bauen. Werde aber hier wahrscheinlich auch ein Gleis, was abzweigt und dann in den Tunnel übergeht. Aber das Gleis werde ich sehr stark verwittern, auch nicht mit Oberleitungen ausstatten. Einfach nur, um die Möglichkeit zu haben, dass ein Zug auch hier schon wenden kann. Allerdings muss ich da schauen, da ich hier bei 1 Meter Breite bin und ich bin hier nicht ganz außerhalb, nicht ganz außen, ob dieser Winkel, der Radius der Kurve überhaupt passt oder ob das nicht zu eng wird. Genau. Zukunftsplanung gibt es auch schon ein wenig. Die Strecke geht dann hier entsprechend weiter. Hier auch alles Wald und Felder und hier entsprechend soll der Lilienstein hin. Aber ja, das ist erstmal weitere Zukunftsplanung. Hier unten soll dann der Bahnhof Königstein werden und entsprechend hier hinten in der Ecke eventuell dann die Festung Königstein. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich fange wirklich erstmal nur mit diesem Modul an, weil es hier sehr viel zu modellieren geben wird, speziell was hier oben die Felsen angeht. Und ja, genau, so viel erstmal dazu.